In diesem Video besprechen wir, wie du 15 Punkte in Religion, Ethik oder Philosophie schaffst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr seht schon, es ist mal wieder spät abends und Leo recordet noch Videos für euch. Deswegen lasst uns einfach direkt reinstarten, denn Ethik oder auch Religion, wie es ich hatte, waren einfach die Fächer, die mir haben die am meisten Spaß gemacht. Es hatte nicht so viel mit meinem Leben zu tun, aber mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Und deswegen heute meine besten Tipps für 15 Punkte. Erstens, Mitarbeit über alles. Ich glaube, es gibt fast kein Fach, in dem das so wichtig ist wie in diesen drei Fächern, weil es geht einfach extrem viel um Diskussion, es geht auch sehr viel um subjektive Themen und natürlich hat vielleicht auch in diesen Themen oder in diesen Fächern der Lehrer einen viel, viel größeren Spielraum als in anderen. Das bedeutet wirklich, versuch dich gerade in diesen Fächern richtig, richtig gut zu beteiligen, weil der Lehrer hat einfach ein besseres Bild von dir. Du bist vielleicht auch viel mehr im Stoff, du erkennst vielleicht auch viel mehr die Nuancen, auf die es alles ankommt. Deswegen, wenn du in diesen Fächern nicht mündlich mitmachst, kannst du schriftlich eigentlich auch keine allzu guten Noten erwarten. Was dafür natürlich super entscheidend ist, zweitens, lerne zu labern. Ich kann das wirklich nicht mehr unterstreichen, als dass das für mich auch gerade in Religion so einen großen Unterschied gemacht hätte. Wenn du lernst zu labern, ja, also wirklich Spaß daran zu haben, irgendwie deine Worte auszuformulieren, deine Gedankengänge rüberzubringen, auch einfach zu diskutieren und all diese Sachen und auch wirklich das gut zu verkaufen. Dadurch, dass alles so sehr subjektiv ist und vieles auch auf eine eigene Meinung abzielt, du vielleicht auch einfach mal andere oder den Lehrer von deiner eigenen Meinung überzeugen musst, lerne zu labern. Das heißt, schau dir wirklich mal Videos an, wie wird man denn überzeugen? Wie schafft man es denn vielleicht? Schau euch doch zum Beispiel mal das Video an, was ich mit Benedikt Held von der Redefabrik gemacht habe. Rechts oben verlinkt, wo wir drüber gesprochen haben. Wie schaffst du denn Lehrer rhetorisch zu überzeugen? Wie schaffst du es wirklich gut, einfach dich zu artikulieren und rüberzukommen? Das ist nämlich so entscheidend, gerade in diesen drei Fächern. Drittens, beziehe alles auf dein Leben. Das bedeutet, unser Gehirn arbeitet eigentlich nur damit, wie wichtig was ist. Das bedeutet, wenn eine Sache super egal ist, dann ist es auch dem Gehirn super egal. Wenn es aber sehr wichtig ist, dann ist es extrem wichtig für uns. Gerade in diesen drei Fächern ist es aber meist so, dass wir erstens als allererstes mal einfach nur so, ich würde sagen, abstraktere Konstrukte behandeln. Sprich, wenn du schaffst, diese abstrakteren Konstrukte, egal ob das irgendwelche Philosophien oder ethische Leitlinien, was auch immer, die sofort auf dein Leben zu beziehen. Wann hast du mal so gehandelt? Was könnte das irgendwie dir auch selbst bringen? Was kannst du selbst darüber, über deine eigene Verhalten, andere Ereignisse lernen? Wenn du das schaffst, darauf zu beziehen, hast du sofort einen persönlichen Bezug dazu. Und das, was am Anfang sehr abstrakt war, wirkt sofort persönlich für dich, wodurch dein Gehirn sich erstens viel leichter merken wird und zweitens, noch wichtiger, du auch einfach viel mehr Interesse und damit mehr Motivation an dem Fach haben wirst, dich mehr melden wirst, mehr lernen wirst und auch bessere Noten schreiben wirst. Viertens, scheiß auf Verständnis. Das ist natürlich sehr krass ausgedrückt und meine ich natürlich nicht zu 100% so, aber es ist definitiv so, dass eben in diesen Fächern dadurch, dass es so viel auf eigene Meinung, so viel auf Interpretation noch ankommt, es gar nicht so wichtig ist, dass du immer versuchst, es kann sogar fast hinderlich sein, immer zu versuchen, alles zu verstehen. Ich zum Beispiel hatte katholischen Unterricht, obwohl ich selbst gar nicht mehr an Gott geglaubt hätte, und wenn ich da alles versucht hätte zu hinterfragen, warum ist das so, so oder sogar damit mit dem Lehrer hätte anfangen zu diskutieren, das wäre mir einfach nur vollkommen Weg zu gestanden. Deswegen versuch da wirklich manchmal zu sagen, hey, komm, dann ist es halt so, dann sind die 10 Gebote so, ob es Gott gibt, whatever, ist ja auch vollkommen egal, sondern das ist einfach so, das muss ich akzeptieren, das habe ich auswendig gelernt, bam, zack, und nachdem ich es auswendig gelernt habe, kann ich darauf einfach dann meine eigene Interpretation, meine eigene Meinung basieren. Aber ich versuche nicht, das ganze Ding neu zu erfinden, weil das wäre einfach nur super, super aufwendig. Fünftens, stelle smarte Fragen. Es gibt wahrscheinlich fast kein Fach, wo es so wichtig ist, smarte Fragen zu stellen. Es kommt natürlich immer sehr, 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 sehr gut, wenn du dadurch dem Lehrer zeigst, okay, du bist sehr gut im Stoff oder interessierst dich noch mehr fürs Fach. Aber gerade in Religion, Philosophie oder Ethik ist es so, 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 so wertvoll, wenn du wirklich, gerade dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, es gibt zu dem Thema nicht mehr viel zu sagen, einfach noch mal eine spannende Frage einwirfst. Weil der Lehrer merkt, okay, der setzt sich wirklich damit auseinander, der hinterfragt das Ganze auch, wie gesagt, nicht so stark, dass du das Fundament hinterfragst, aber du möchtest darüber diskutieren und eröffnest vielleicht so auch wirklich so eine Diskussionsrunde und gerade solche Diskussionsrunden, wenn die starten, dann ist meistens derjenige, der die Frage aufgeworfen hat, irgendwie in einer besonderen Position, weil er, dadurch, dass das Ganze begonnen hat, immer das Recht hat, auch wieder das Wort zu ergreifen und seine eigene Meinung oder die ganze Grundlagediskussion auch
neu zu drehen. Das heißt, du bringst dich durch eine smarte Frage zum einen natürlich sehr stark in den Fokus des Lehrers, was immer gut ist, und du gibst dir selbst in der danach entstehenden Diskussion einfach auch so eine besondere Position, weil du ja der Ganze bist, der das Ganze initiiert hast, wodurch du einfach auch eine ganz andere, ich will nicht sagen Macht, das klingt so krass, ja, aber es merkt, man merkt einfach, okay, derjenige, der das Ganze begonnen hat, hat eben den größten Anteil auch an der Diskussion. Ganz automatisch, weil du denkst, okay, woher kam die Frage eigentlich? Ah ja, von ihm. Und dann hast du einfach einen ganz, ganz anderen Punkt. Deswegen in diesem Sinne, schreibt gerne auch noch eure weiteren Tipps. Das ist auch super, super wertvoll. Schreibt eure weiteren Tipps in die Kommentare. Dadurch, dass einfach alle anderen auch davon lernen können, ist natürlich super, super entscheidend. Ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.